Hallo und herzlich willkommen zurück bei Graf. Graf. Diesmal geht's zum ersten Mal auf einen neuen Planeten. Der Drake hat das letzte Mal hier so dieses hübsche Mond, also dieses Sternentor gebaut. Nicht ein Mondtor, sondern ein Sternentor. Mhm. Ja, genau. Ja. Wir teleportieren uns jetzt auf einen Stern. Das ist schön warm. Ja, nach Vega war es. Es heißt auch Krieg der Sterne und da hat kein einziger Stern mit irgendwem gekämpft. Ja. Verstehst du? Nimm das nicht so genau. Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht. Ja. Weißt du, was ich überhaupt nicht verstehe? Chinesisch. Ich auch nicht. Ja. Japanisch dann schon eher, aber. Das ist ein leerer Planet und der ist eiskalt mal 18 Megabyte groß. So, herzlich willkommen beim Let's Play Ladebalken. Unten links. Ladeweltdaten entfernt. Was? Das steht bei mir da. Ladeweltdaten entfernt. Dieser Vorgang passiert nur beim ersten Mal, wenn du einem Server bist. Achso, damit bin ich schon fertig. Ja, ja, ja. Mhm. Die eine Ruübreiseportal. Wo macht Wusch? Wo macht Wusch? Herstellung wird verbunden. Sehr schönes Outfit da unten. Bitte schließen. Ja, komm, das ist halt Fan-Übersetzung, ja. Also das ist nicht vom Entwickler selber. So, ja, wir starten gleich mal im Level 21 Gebiet. Das ist doch lecker. Achso, da ist bitte auch nicht. Ist auch nicht schlimmer als der letzte Dungeon, den wir waren. Schlimmer mit Holz an. Freunde, wollten wir jetzt hier nochmal eine extra Base bauen oder wird das ein reines Levelgebiet? Oh. Das ist jetzt die Frage, ob wir es brauchen, ob wir hier eine Base brauchen. Wahrscheinlich eine Waffenkammer werden wir wahrscheinlich brauchen, oder? Ja, so hübsch aus. Grundlegendes, ja. Ey, wollen wir oben auf so einem. Hier wäre gleich ein Rückreiseportal, aber man könnte tatsächlich halt auch eins bauen. Ist hier, also ich bin noch nicht da. Mein Rechner ist nicht so schnell wie eurer. Ja. Sieht der anders aus als der andere Planet? Ja, der schaut anders aus als der andere Planet. Das ist cool. Ist abgefahren. Da hängen so komische Steindinger vor der Decke. Mit Decke meine ich vom Himmel. Da hinten ist ein leuchtender Gobbler. Lass den mal hier. Kann man da oben drauf bauen? Das wäre irgendwie awesome. Okay. Ich muss jetzt erstmal zu euch hinfahren. Aber müsste es in der Nähe gespawnt sein, oder? Ja, ihr seid schon ein bisschen weg. Also es. Das Monocycle hat sich schon durchaus angeboten hier für den Weg. Ach, da hinten? Ach, da gibt es wieder die. Da gibt es wieder die. Ja, ich würde ja schon gerne. Hör mal auf. Ah, toll. Jetzt hast du ihn erwischt. Wird was. Jetzt sind wieder die Schleimis zurück. Meins. So. Was war das hier? Ach, das ist der Wingsuit. Ja, hier hinten wäre gleich ein Dungeon gewesen, deswegen. Wir sollten vielleicht mal Packets jagen, weil für Packets kriegt man Packet-Schnäbel ab hier. In dem Gebiet. Und für ein Packet-Schnäbel kann ich dann die nächste Schusswaffe bauen. Nice. Verstehst du? Was für eine? Space Ranger Pistole. Leute? Ja? Okay. Mark 5. Wie jetzt Mark 5? Hm? Erster Mob getötet, Mark 5 gedroppt. Klassisch. Was ist, achso, okay. Das Abbau-Tool. Ah, mein Kater fängt wieder das Ding an. 22 ist gar nicht so übel. Glänzender Fossilbrocken, da kriegt man dann schon richtig dicke Sachen an. Wow, kommt mal hierher, da ist ein ganz großer Packet. Lass uns den mal verhauen. Vielleicht kann ich den zu euch bringen. Cool, willst du den auspolen? Ja. Sozusagen meine offizielle Nordseekrabbe jetzt. Der heißt Kalt Kevin the Unruly. Und da fängt wieder das Getacke an, das übliche. Da war er auch schon down. Ich krieg mal wieder nix. Der Produzent. Ein Sturmgewehr. Augen. Sturmgewehr, da bin ich dabei. Was für Augen kriegst du? Ich hab da mal eine ganz blöde Idee. Du bist in dem Let's Play mit uns, sehr viel schlimmer kann es nicht werden. Schon da wieder. Gehen wir mal hier hoch. Ja, also irgendwo werden wir auf jeden Fall doch eine Minibase brauchen. Befürchte ich ja. Waffenkammer, Lager, Dingsbums, Rückreiseportal. 1, 2 Kisten. Apropos Rückreiseportal. Eigentlich wie der Anti auf dem anderen Planeten. Ein kleines Lager, wenn man einfach. Ich jetzt gerne erstmal einen Uplink. Ich wollte hier oben einen Uplink hin. Oh ja, Uplink ist hier eine gute Idee. Oh Gott, was ich hier an Munition wieder verschwende, hier, unglaublich. Dabei habe ich ja schon Sturmgewehr Schaden. Guck mal, ob ich da oben bauen kann. Ja, du kannst hier oben bauen. Gerade
getestet. Also du kannst auch Bäume bauen. Autsch. Abling kann man gleich wieder entfernen. Den könnt ihr auch gleich bauen, wenn ihr wollt. Waffenkammer und wie heißt das andere Dingens? Machen wir gleich. Chill mal hier. Überall SMG-Munition, hey. Hammer ganz kurz deine F. Oder so. Ich bin. Ach, ich bin wieder im falschen Baum. Komm, jetzt nicht eingeschnappt sein, ja? Du kannst wieder reden. Hm? Ja, du. Ich? Was macht er denn? Willst du nicht bauen? So, ich habe euch gerade verloren. Willst du hier einen Lift bauen oder wie? Ja, da seid ihr. Ey, ihr seid hier da oben! Ja. Was hier macht ihr denn da oben? Bauen! Wollen wir hier irgendwie so ein. Warte mal, das teste ich mal ganz kurz. Ihr habt die strange These, dass die Gegner dann da oben nicht spawnen, oder? Ist sogar so. Ich habe ein unberührtes Blatt bekommen, das ist so unberührt. Das ist fast schon jungfräulich. Alter, ist das eine helle Sonne, kann man die mal abschalten? Nö. Alter. Kann man das bis nach unten bauen? Was? Jetzt, wenn ich jetzt hier unten drunter so Stützpfeiler baue mit Ich glaube, die kannst du extrem hochbauen, die Dinger. Ja, gehen da Holzstützen mit Leiter oder sowas? Ich kann eine Leiter an Holzstütz bauen. Boah, ist das eine geile Aussicht hier. Guckt euch das mal an. Ja, ich kann das jetzt. Und dann meine hässliche Fresse dazu. Quasi so. Ah, jetzt geht es. Mit diesen Plateaus, schaut das geil aus. Da hinten gibt es so eine lilane Wüste. Sehe ich das richtig? Das ist durchaus möglich, das ist ein anderer Planet. Ich bin mir bloß gerade nicht sicher. Musik ist aber gleich. Verschwindet das da. Warte. Wollen wir jetzt hier echt zwei Lager, die dann zueinander nicht kompatibel sind? Wie sollten sie denn inkompatibel sein? Indem sie nicht am selben Grid ausgerichtet sind. Das ist immer das gleiche. Ja, stimmt, weil er automatisch aktualisiert auf den. Ja, Kaltspieler, komm mal her, Kaltspieler, ich mach dich Kaltspieler. Und ich hab die Pumpgun. Was hat denn der? Ein Schnabel. Einen blöden Schnabel, indem ich ihn voll reinschieß. Und weg ist er. Also die SMGs werden mir wahrscheinlich schon mal super sympathisch sein, weil die, wenn ich das richtig gesehen habe, wohl Unmengen an Munition fressen und haben. Weil da ist so ein Magazin, was du bekommst, 70 groß. Das war ein wie heißen die vier? Flughäfer, genau. Flughäferflügel. Flugäfer? Nein, nicht Flugäfer, sondern Flugkäfer. Mit GK. Verstehst du? Mit Han-G. Mit Han-G. Wo bin ich hier wieder gelandet? Ich habe die Chance, dass es erwartet Stützen gerade. Gibt es nicht. Also ich kann die alten Stützen nicht bauen, diese Stahlstützen mit Treppe. Makelloses Auge eines Packets. Was ist das hier? Unberührtes Blatt? Glänzender Fossilbrocken? Ich sehe jetzt schon eine Schleimzunge. Seit wann haben denn Schleime Zungen? Oder vielleicht ist die Zunge schleimig? Man weiß es nicht. Und ich glaube, man will es auch gar nicht so genau wissen, oder? Was sagt ihr dazu? Was ist denn das hier für ein Langhaus, Alter? Ein Langhaus? Was hingebaut? Ein norwegisches. Ja, also, Überhang? Ja, das hat gut Überhang. Ich will das gerade abstützen. Das Problem ist, es gibt diese alten Stahlstützen nicht mehr mit Treppen dran. Die sind jetzt bestimmt im Metal-Tier und das habe ich noch nicht. Oh, scheiße. Ich baue jetzt einfach große leere Räume runter, dann sieht das aus wie so ein riesen Balken. Die sind eigentlich nicht teuer. 20,75, was kosten denn die Holzstützen? Ich versuche mich um den technischen Fortschritt zu kümmern. Das geht noch. Das machst du gut. Behauptest du jetzt noch? Ich weiß überhaupt nicht, was machst. Ups. Jetzt habe ich auf den Raum geschossen. Ja, wenn sie sich das jetzt wieder. Ah ja. Ah. Ist das hier Unterkiefer einer Schnappschale? Okay. Schnappschale, gut, Kaltschale, alles das gleiche. Achso, jetzt kann ich ja. Kann ich, während ich im Jetpack bin, ins Bahnhof? Yes. Echt? Geht das? Ja, es geht. Hätte jetzt fast erwartet, dass es nicht gehen wird. Ja, ich war halt auch leicht überrascht. Bam. Genau gereicht. Das ist bei diesen
bei der Pumpgun so ein großes Problem, dass die mit jedem Meter, den du vom Gegner weg bist, einfach ein ganzes Prozentsatz, einen ganz ordentlichen Prozentsatz weniger Schaden macht. Ups, nein, das wollte ich jetzt nicht. Nein, das hier. Halt, habe ich hier auch noch nicht einen Episodenbalkon hier? Nee, einen Steinbalkon habe ich nicht. Schade. So, zieh mal hier das Gerät aus. Kannst du nicht einfach hier fremde Geräte ausziehen? Auf offener Straße. Da ist ein lila Edelstein. Guten Tag. Guten Tag, da ist die Tür. Ja, das ist erstmal so. Ich will da noch so Balkon links und rechts dran bauen. Ich will aber erst gucken, ob ich den aus Stein lernen kann, weil ich den aktuell aus Stein noch nicht kann. Genau. Hier haben wir genau vier Ecken für die ganzen Küchen. Und lass mich mal den ganzen Zeug bauen. Bei mir ist das alles ein bisschen billiger, glaube ich. Ja, wieder von Ikea gekauft, ne? Ja. Ist eigentlich schon wer Wissenschaftler? Nee. Vielleicht kommt's noch. Ich kann rumballern und er will, dass ich Wissenschaftler bin. Nur der Wissenschaftler kann halt den Teleportraum bauen. Ist schlecht. So, jetzt haben wir hier erstmal. Jetzt hast du da eine Tür reingebaut. Und die war doch schon immer da. Ja. Oh, ich habe mich nur gerade einmal zu weit gedreht. Oh, dann können wir eigentlich den Uplink auch woanders hinstellen. Ja, ich weiß, bei mir ist es gerade etwas langweilig. Ich laufe einfach nur durch die Gegend, farme und knall alles. Soll ich hier noch was in die Nische rein? Hast du da was gefunden? Was hast denn du vor? Da sollte jetzt eigentlich die Kochecke rein, weil das der letzte Dings ist, der noch fehlt. So. Dann haben wir die alle hier so drin. Pack die Kochecke da rein. Man kann dann manchmal einfach nicht mehr drehen. So. Na, ich kann okay, heute also. Ziehen, gescheit. Kochecke haben wir. Research Station, Forschungsstation. Forschung. Echt jetzt? Ja, wahrscheinlich. Ich habe einmal die Forschungsstation und einmal die Research Station. Das sieht bei mir aus wie zwei verschiedene Gebäude. Ich glaube, Das sind zwei verschiedene, ja. Da steht zweimal Forschungsstation. Ach so, ja. Okay. Ich dachte jetzt schon. Fabrik so, habe ich. Ja, eine Fahrzeugfabrik fehlt, aber die kommt da auch. Okay, die machen wir ja draußen. Obwohl, wollen wir die echt hier oben machen? Weil mit Skype nach unten. Das wäre, glaube ich, keine so gute Idee. Wir könnten es völlig übertreiben, wie immer. Und eine Rampe hier hochbauen. Wir übertreiben, das haben wir noch nie gemacht. Eine Rampe? Ja. Rampensau. Schau mal hier vor, ich habe jetzt schon angefangen hier von vorne. Da habe ich da so einen Balken hochgezogen. Habt ihr das gerade gehört? Jungs, was macht ihr denn da? Wie soll man denn da hochkommen, außer mit dem Jumpjet? Jetpack? Jetpack? Ja, eigentlich ja. Jumpjet. Ja, Jumpjet, Jetpack ist das gleiche. In meiner Welt. Okay, ich baue hier mal so ein. Wie heißt die Kirche? Uplink. So. Da so hin. So, wir haben mal Uplink. Wie sieht's aus mit dem Downlink? Nee, ist nicht. Du hast ja noch kein Metal-Tier. So, jetzt kann ich hier tatsächlich noch ein paar Räume rauspacken. Ich kann gerne hier Metal draus machen. Achso, genau, was ist Musik dabei? Verprügel dich gleich mit Metall. Ich sag's immer wieder, dazu musst du erstmal herkommen. Nein, ich meine den Ingame-Charakter, der kriegt gleich wieder einen Bitch-Slap. Aber nicht mit Metall. Ach, eine Leiter. Bitch-Slap ist nicht besonders Metal. Lernen. Frag dir mal Lemmy. Ich muss dann extra außen dran packen, direkt geforscht. Und ich hab Stahlhände. Du hast Stahlhände. Ich mit Mundamenten. Aus dem Hochofen kommen die. Wegweiser Flagge. Rampe, Fundament. Rampen habe ich gerade gelernt. Data Decoder ist nicht so cool. Doch, das ist eine verdammt geile Idee. Warte mal, pass mal auf hier. Flieg mal oben. Verprügel mal lieber mit mir diese komischen Laufvögel. Diese Chocobos. Verprügel jetzt gar nichts. Gerade wolltest du noch mich verprügeln. Ja. Oh, ich sehe gerade, ich kann das Metal-Tier. Ich kann das Metal-Tier lernen. Guck mal. Das Metal-Tier? Mhm. Ich dachte, das ist schon die Ziege. Bereits bekannt, die Brücke noch. Schade, ich habe nicht genug Element. So. Funktioniert das, wenn ich jetzt hier... Element X? Bin schon dabei, wieder irgendwelche Dinge zu bauen. Wie heißt's?
Ernter. Wirklich? Ja. Nein, das meine ich nicht. Das musst du schon spezifizieren. Weil das muss gar nichts. Das richtig coole Zeug gibt es dann erst wieder auf Metall. Auf Stein gibt es halt Aua. Auf Stein gibt es Aua, ja. Auf Stein gibt es keine Balkone und sowas. Findest du das? Funktioniert das? Ja. Perfekt. Bei Gänge. Ja, Rampe habe ich auch gelernt für die Fahrzeuge. Da kann man echt von hier oben nach unten eine Rampe bauen. Na, ich würde sagen, hier machen wir jetzt alles auf Steintier und auf dem nächsten Planeten machen wir dann alles auf Metalltier. Bis dahin müsste ich alles gelernt haben. Ja, klar, gern. Jetzt müssen wir den ganzen Quatsch hier auch upgraden, oder? Naja, schon. Waffenkammer auf jeden Fall. Obwohl, die ist Level 1 und ich kann dort Schrotgewehrmunition bauen, ich kann dort Sturmgewehrmunition bauen. Was? Und ich kann dort Pistolengewehrmunition bauen. Ach nee. Nein. Ich habe sie zur Auswahl, aber ja. Es steht unten drunter, benötigt Level 3. Ja, natürlich. Meinst du etwa, ich hätte dir da Scheiß erzählt, wenn es um Waffen geht? Nein, ja. Aber ich hätte ja gedacht, Spiel. Dass es dann halt einfach ja. Gar nicht dasteht, weil. Doch, tut's. Weißt du, was wir da noch nicht haben? Dance Music! Lagerfeuer. Richtig. Ja, stimmt. Das kann aber auch irgendwie raus auf deine ewig langen Brücken. Na, da auch, auch schöne Brücken können entzücken. Ach, Gott. Lagerfeuer. Hallo. Oh Gott, Hello Consumer. Hello Consumer. Dass man sich dann manchmal nicht drehen kann. Ich komm da gleich runter und verprügle was. Jetzt kann ich nicht. Einfach so. Ja, na klar. Braucht bloß ein bisschen Ausdauer. Ach ja, ich wollte mal gucken, wie weit ich hier. Oh, ich hab keine Fossilien mehr. Was wir hier oben auch brauchen, ist eine Kiste zum Austauschen von Materialien. Wo baue ich denn die mal hin? Vorratsbehälter, ja. Die Base ist ja jetzt schon größer als unsere Heimatbase. Ja, hier kommt die Heimatbase, die kann man halt irgendwann mal wegschmeißen, die ist auf dem Startplaneten. Und? Warte, ich mach wieder die Musik kaputt. Wir bräuchten auch in der Heimatbase und hier einen Teleporterraum. Das geht, glaube ich, nicht. Teleporter gehen nur von innerhalb eines Planetes. Echt jetzt? Ja. Schade. Für das andere gibt es jetzt Portale. Doof. Wir müssten hier ein Heimatportal bauen. Okay. Und den Teleporterraum kann leider nur ein Wissenschaftler Level 10. Deswegen hab ich ja die Package-Schnäbel findet man auf Monden. Jetzt müssen die mir einen Mond zeigen, auf dem es Package-Schnäbel gibt. Kommt bestimmt noch, oder geht bestimmt, sonst hätten sie es ja nicht verlangt. Hier, Chaos, was bist du eigentlich für einen Beruf gerade, dass du Blueprints bekommst? Ich bekomme nämlich überhaupt keine mehr. Akrobat. Genau, ich könnte ja mal Mark IV herstellen. Aber wahrscheinlich kann ich das nicht, weil wir uns die Matze fehlen. Ich habe ein Dachholz gelernt. Holzdach. Ein Dachholz. Das Dachholz. Schon. Eine Farm. Tiermaul mit deine. Keine Buggies haben, oder? Was, eine Farm? Unsere Base meine ist kleine zu klein. Wo geht das hier so hin? Nirgendwo hin, oder? Ich hüpfe mal in die andere Seite, in die andere Richtung runter. Oh, ist voll schön hier mit dem Feuer und so. Voll romantisch. Ups, ich F gedrückt. Super cool dann. PF to unser Respekt und so. R-E-S-P-E-C-T. Ich hoffe, das wird jetzt bei Google nicht bei YouTube nicht automatisch geflaggt für, wie heißt's, Content und so. So schlecht wie du singst nicht. Besser als du. Hat er recht. Das ist auch hat er auch recht. Eben, siehst du? Merkst du was? Ja, ich brauche immer noch einen Raum, wo ich die Farm hinstellen kann. Meine kleine Farm. Funktioniert das, wenn ich jetzt hier so stehen bleibe? Oder falle ich dann gleich? Oh, das sind diese lustigen, komischen. Ich falle. So, jetzt muss ich mal gucken, wo die Leiter ist. Schildgenerator braucht man da oben, denke ich nicht. Ablink haben wir schon wieder. Ja, aber ich mach dich kalt, Spieler. Vorratsbehälter kann ich mir leider nicht leisten. Ich habe nämlich keinen. Müsste mal einer von euch bauen den Vorratsbehälter. Ich habe keine Fossilien gerade. Gigawatt-Spieler ist hier. Ich komme, warte. Also nein, ich erscheine. Das reicht ja, denke ich, oder? Wollt ihr jetzt hier noch den. Wenn er nicht mal von mir weg. Rein. Ja, das Problem an der Sache ist, das Vieh hat Level 25. Ich mach dem halt null Schaden. Ja, geht mir genauso.
weiß ich ja nicht, was passiert ist und wie das jetzt aussieht und ob das funktioniert, was ich mir jetzt hier gemacht habe, aber schauen wir mal. Ja. Nein. Oh. Nein, auch nicht. Okay. Ah, jetzt noch so einer. Ja, ist nicht der. Der hat wenigstens der Leben. Leine, aber das ist okay. Ich mache immer noch keinen Schaden. Ich mach 3. Wow. Ich mach 4. Ich treffe nicht. Also 0. Hast du verloren. Yeah. Und da kommt der nächste. Ist der gerade ein Attack? Nee, gibt's nicht. Wir sind noch wieder am Ende einer Folge. Ja, das ist richtig. Ich habe die ganze Zeit nichts anderes gemacht als das, was ich sonst auch mache. Rumlaufen und Sachen kaputt hauen. Kaputt schießen in die Kannst du gut? Ja, bin ich voll gut drin. Was ist nie gedroppt? Irgendwas leuchtendes. Makelloses Auge eines Packets. Ja. Aber wir brauchen Packet-Schnäbel, das ist das Problem. Wir brauchen mal genau die ganzen neuen Waffen. Und was brauchst du für dieses neue Abbau-Tool? Ah. Für was? Für das neue Abbau-Tool. Ja, weiß ich noch nicht. Achso. Kämpfe gerade. Ich konnte ja nicht gucken. Stand ja an der Waffenkammer. Oh. Also ich hätte das normalerweise gesagt, was hält denn der aus? Aber wir machen ihm ja auch keinen Schaden. Oh ja. Gott, mit der Sportfinde mache ich 37. Ich habe das Erzschwert bekommen. Ich habe die Handschuhe. Nice, nice. Ah, super geil. Ah, den kann man wenigstens erledigen. Ich wollte nämlich da plündern. Packet-Schnäbel. Hausvogel-Alarm. Ah, shit, schon wieder. Deckhunter? Deckhunter. Nur Augen. Einmal Element X. Rip-Hunter. Element X. Rip-Hunter. Oh, da ist ein Leuchtender. Machen wir den jetzt noch? Den machen wir jetzt noch. Den machen wir jetzt noch. Folge. Hab ich erwähnt, dass ich Granaten will? Welcher Entfernung du den schädigst? Ich hab keine Munition für das Schwert. Für das Schwert? Ich hab keine Munition für das Schwert. Ich glaube, ich hab einen Vollflügel. Oh. Ah! Die kleinen Bomben! Oh. Nice! Die Bombe hat den hingerippt. Nee, die Bombe hat mich gerippt. Alles, sorry. Blaupause der Produzent. Oh fuck, ich kann nicht am Abend spawnen. Nee, hab ich schon. Ihr habt irgendwas bekommen. Ich hab gar nichts bekommen. Ich will eine SMG-Muni haben. Hier ist ein Ender von uns, aber wo ist unsere Base? Wer ist da gestorben? Ich. Und ich finde unsere Base leider nicht wieder. Und ich war noch nicht am Abwind gesinnt. Kann wer zur Base und mir die Koordinaten verraten oder so? Erzstiefel. Warte kurz. Oh ne, warte, ich könnte. Packet hier erledigen. Ich könnte hochfliegen, vielleicht sehe ich es dann. Okay. Ich suche das andere. Ja, loote das andere. Was bist du? Tot. Ah, oh, Jungs, wir wollten eigentlich die Folge beenden. Kannst du dich ändern? Ja, Dauergemetzel, gell? Da hinten ist meine Lootbubble. Ja. Oh, ich hab gleich kein Holz mehr. Oh, ich hab noch einen Schuss. So, jetzt hab ich keine Muni mehr. Auch nicht für den Modellierer. Da ist die Base. Auch, doch, für die Kampfpistole. Gut. Ach, plündere den mal. Okay, dann würde ich sagen, ich stelle mich immer noch auf diesen Stein. Man nennt mich auch den Plündermeister und erzählst uns was. Ja. Jetzt erzähle ich euch was. Ja, ich erzähle euch nämlich, dass die Folge jetzt vorbei ist. Und damit würde ich sagen, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ja, es ist schon bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi.